Reisig über Reisig. In der Garage von Elfriede Lerpscher aus Buchenberg ist das nichts Ungewöhnliches. Die 70-Jährige hat nämlich ein besonderes Hobby. Sie bindet Reisigbesen. Und das seit über 50 Jahren. Ursprünglich, weil mein Papa ist gestorben, als ich 18 war, und der hat immer Besen gemacht. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass das mein Hobby war. Ja. Und dann war das Festjahr 85 bei uns in Buchenberg, und da hat man halt gefragt, wer kann irgendwas, so alte Handwerke oder irgendwas. Ja, gemeldet. Und dann, ja, dann war ich da, und dann hat es nicht lange gedauert, und dann ist ein Nachbar gekommen, der ist von der Schütze in Kempten, die wollen wir auf der Burg Halde das historische Fest machen. Und dann war ich da. Und so ist das irgendwie immer weitergegangen. Aber es soll ja immer bloß noch mein Hobby bleiben. Gerade als ich mache das halt immer bloß nebenbei. Um einen Besen zu binden, braucht Elfriede Lerpscher spezielles Werkzeug. Unter anderem Gartenscheren, zweierlei Zangen, Draht und eine Kordel. Und natürlich das Reisig, also dünnes Geäst in unterschiedlichen Stärken. Das muss mit der Gartenschere zurechtgeschnitten werden. Ich habe halt den Apparat, der ist auch noch vom Papa. Und dann kann ich mir das da reinklemmen. Immer Buschel für Buschel, so lange, bis es dann. Halt, ich weiß immer meinen Zacken. Wenn das dann schwer geht, dann höre ich auf. Stück für Stück wird der Reisighaufen größer. Etwa eine Dreiviertelstunde Zeit benötigt Elfriede Lerpscher für einen Besen. Die waren halt früher überall, ob im Stall, im Tenner, vor dem Haus, überall ist der gestanden. Da hat man so im Jahr, also normal, haben wir im Jahr mindestens 12 Besen gebraucht. Weil überall waren sie verteilt, und dann haben wir die halt immer gemacht im Winter. Im Laufe der Zeit hat sie schon an die 1000 Besen gebunden, schätzt die Buchenbergerin. Manche mache ich auch ein bisschen dünner, wenn jemand älter ist oder so, dann sind sie sonst schwer. Die kriegt dann ein bisschen dünnere, aber so normal. Ich kann aus zwei so Buscheln kriege ich vielleicht 4, 5 Besen, je nachdem. Ist genug Reisig für den Besen in dem Apparat zusammen, der übrigens laut Lerpscher keinen speziellen Namen hat, kommt der Draht zum Einsatz. An drei Stellen wickelt Elfriede Lerpscher den Draht um das Reisig, zieht mit viel Kraft, damit das Gestrüpp auch gut zusammenhält. In all der Zeit, in der sie die Besen bindet, hat sich einiges verändert. Vor 10, 20 Jahren hat man einen eher eigentlich ausgelacht und gesagt, ja, mit solchen Besen kehre ich doch schon ewig nochmal. Und jetzt kommen wieder eigentlich mehrere. Wo der jetzt gerade im Herbst, wenn man das zum Laub kehren oder so, irgendwie ist jetzt auf jeden Fall wieder mehr gefragt. Ja. Als nächstes schneidet Elfriede Lerpscher das Geäst hinten ab. Anschließend zwirbelt sie die Drahtenden zusammen. Nachdem auch die dünne Kordel angebracht ist, wird der Besenstiel in das Geäst geklopft. Das erzeugt die nötige Spannung. Und fertig ist er, der selbstgemachte Reisigbesen. Ob als Dekoartikel oder als Nutzgegenstand. Gerade wenn es Winter wird, wird Elfriede Lerpscher noch einige von ihnen binden. Das Reisig dafür holt sie bereits im Herbst. Denn es muss noch einige Zeit trocknen, damit der Besen später gut zusammenhält. Das Geäst für den Besen schneidet die 70-Jährige von Birken ab. Dazu verwendet sie spezielles Werkzeug. Ja, ich meine, früher hat halt jeder selber seine Birkenkette. Und meine, als Bauer hast du sowieso dann immer die eigene, dann das geholt. Und jetzt ist es halt so, weil so viel habe ich ja gar nicht. Und jetzt wissen viele, dass ich das brauchen kann. Und dann rufen sie einen an, weil wenn sie in ihrem Garten oder so wieder einer gefällt wird,
dann rufen sie mich an, ob ich was brauchen kann, und dann gehe ich halt sofort hin. Weil ja meistens dann der Häcksler nicht weit weg ist und dann verschwindet schon alles. Und da muss man dann immer schnell sein. Doch bisher klappt das ganz gut. Mit dem frischen Geäst geht's zurück Richtung Hof. In Buchenberg lebt Elfriede Lerbscher schon seit Jahrzehnten. Ich bin schon 40 Jahre da, gute 40. Das ist einfach, man ist das so gewöhnt. Wir haben eigentlich immer viel Schnee im Winter. Wenn es einen hat, sind wir immer dabei. Und aber immer frei. Buchenberg, unser heutiger Land- und Leute-Drehort, besteht aus den Ortsteilen Buchenberg, Eschach, Wirlings, Aheck und Kreuztal. Insgesamt leben hier rund 4.500 Menschen. Es lässt sich wohl gut aushalten dort. Gerade oberhalb des Eschacher Weihers genießt man eine fantastische Aussicht in die Berge. Unser Weg führt uns heute auch ins Kreuztal. Wir schauen in den dortigen Dorfladen. Crescentia Schreck, auch Senzi genannt, steht oft hier im Laden. Was das Besondere an diesem Geschäft ist? Wir schauen, dass wir regionale Produkte haben. Schauen qualitativ hochwertig. Wir haben einen Metzger aus der Umgebung, der doch selber schlachtet. Käse in Bioqualität. Dann natürlich auch die hausgemachten Sachen vom Kreuztal. Natürlich nach Vorschrift. Und dann das Besondere, wir beliefern auch ältere Leute. Die rufen mich am Donnerstag meistens an, geben einen Einkaufszettel durch. Und am Freitag, wenn die frische Ware kommt, dann beliefern wir sie. Tragen sie in die Küche, räumen sie im Bedarfsfall sogar bis in den Kühlschrank. Engagement bis ins letzte Detail, könnte man sagen. Und das auch noch ehrenamtlich. Die meisten Mitarbeitenden bekommen nämlich kein Geld dafür, dass sie hier arbeiten. Im Sommer hat der Laden von Dienstag bis Sonntag, im Winter bis Samstag geöffnet. Da gibt es viel zu tun, Einsatz ist also gefragt. In dem Dorf funktioniert es nur, wenn man zusammenhilft. Ich wohne hier schon seit langer Zeit. Mir gefällt es hier und die Dorfgemeinschaft ist mir wichtig. Die Aufgaben sind vielseitig, erklärt die Kreuztalerin. Aufsperren, hinter der Kasse stehen, aufräumen, auffüllen, wischen und Bestellungen machen. Da vertreten sich die Mitarbeiterinnen gegenseitig. Und das schon seit vielen Jahren. Denn der Dorfladen besteht heuer schon seit 10 Jahren. Früher hatte man Metzger, Bäcker, Pfarrer, war alles da. Und aus Altersgründen mussten dann viele zumachen. Was dann einfach nicht mehr, ja, da hat man nichts mehr. Dann, man könnte dies, man könnte jenes. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Haben in die Hände gespuckt und haben ganz klein angefangen und haben uns erweitert. Angefangen hat alles mit Obst und Gemüse. Stück für Stück kamen dann erstmal Marmeladen und Nudeln hinzu, die Senzi Schreck selbst macht. Die selbstgemachten Nudeln gibt es zwar heutzutage nicht mehr, dafür aber einige anderer, selbstgemachter oder regionaler Produkte, wie Schnaps oder Eier aus dem Kreuztal. Dass es den Dorfladen schon so lange gibt, macht die Mitarbeiterin stolz. Wir freuen uns wirklich, also einfach toll, dass wir 10 Jahre durchgehalten haben, 10 Jahre gewachsen sind und ja, auch Respekt vor unserer Kundschaft und ein Dankeschön an unsere Kundschaft, dass sie uns so unterstützen. Es freut einen einfach. Eine Herausforderung der letzten Zeit war die Installation der Kühlanlage. Die läuft jetzt aber einwandfrei. Als nächstes steht eine neue Klimaanlage an. Themen, die den Adeleck-Verein betreffen. Denn dieser Verein ist der Träger des Dorfladens. Der Verein kümmert sich ums Dorf in erster Linie, dann auch um die Landschaft. Meine böse Zunge sagt Biotouch. Einfach über Ökologie, Flur und Fauna. Und einfach ja, die Natur schätzen. Das dörfliche Zusammenhalten. Einfach so rundherum, um alles zum Sorgen. Und gucken und organisieren, ja. Den Verein gibt es seit 2003. Senzi Schreck ist Kassiererin im Vorstand, kümmert sich also nicht nur im Dorfladen um die Finanzen. Die Einkaufsmöglichkeit hier direkt im Ort wird nicht nur von den Mitarbeitenden und Mitwirkenden geschätzt, sondern auch von den Menschen, die im Ort leben oder zufällig vorbeikommen. Dieser Dorfladen, erzählt Stammkundin Sabine Wehr,
ist die einzige Möglichkeit, fußläufig im Dorf einzukaufen. Um in andere Geschäfte zu kommen, müsste man ein Stückchen fahren. Man wäre dann aufs Auto angewiesen. Um den Dorfladen direkt im Ort ist Sabine Wehr sehr dankbar. Ich liebe alles an dem Laden. Ich liebe die Produkte, die Mitarbeiter. Es macht Spaß, man trifft immer Leute, man hat jemanden zum Ratschen. Jemanden zum Ratschen findet man auch samstagvormittags. Dann wird Kaffee ausgeschenkt, es gibt frisches Brot und das Dorf kommt zusammen. Die Mitarbeiterinnen wünschen sich, dass auch sie eine Nachfolge finden, damit der Dorfladen weiter erhalten bleiben kann. Doch das ist nicht alles. Und dass es einfach weiterläuft. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil das ist doch ein Stück vom Dorf. Man trifft sich, man redet miteinander. Samstagmorgen schenkt man Kaffee aus, da ist wie ein kleiner Stammtisch da draußen. Also richtig gemütlich. Und das schätze ich unheimlich dran und finde es einfach toll. Der Kreuztaler Dorfladen. Ein kleiner, süßer Laden, der hoffentlich noch lange ein zentraler Punkt im Ort bleiben wird. Ein anderer Ort, an dem das Dorf zusammenkommt, ist das Freibad im Kreuztal. Karin Brechenmacher betreibt hier den Kiosk, heuer in ihrer ersten Saison. Ich hatte einen Kiosk vor Corona mit etwas mehr Betrieb und ich habe schon immer nach was Kleinerem gesucht. Überschaubar, wo man zur Not alleine schafft. Und habe dann den Kiosk gefunden, der war ausgeschrieben. Und dann bin ich hergefahren und habe mir gedacht, schaust du es mal an. Und dann habe ich gleich so das Gefühl gehabt, das könnte passen. Und nach der ersten Saison hier im Freibad steht fest, das passt. Karin Brechenmacher möchte mit ihrem Kiosk eine Ergänzung für das Angebot im Ort sein, nicht in Konkurrenz mit ihm stehen. Die erste Saison hat sich gleich richtig angefühlt, muss ich sagen. Es war so eher familiär. Aber eben mit dem Potenzial, dass man ein bisschen mehr draus machen kann. Und wir haben dann angefangen, zum Beispiel geräucherte Fische mit ins Programm aufzunehmen. Und das ließ sich dann ganz gut an. Die Leute kamen abends zum Essen oder haben sie mitgenommen. Also ein zweites Standbein quasi neben dem Badebetrieb. Und das wollen wir eigentlich dann nur so fortführen. Die ersten Herausforderungen sind geschafft, sagt Karin Brechenmacher. Auch, weil sie Unterstützung hatte. Während des Hochbetriebs, da hatte ich Hilfe von meinem Sohn. Der kam am Wochenende zum Helfen. Der hat die Küche gemacht und sich um die Anlage kümmert. Ich habe ja noch viel Behördengänge gehabt und Lieferantenengpässe. Musste viel selbst besorgen, weil das mit dem Liefern noch nicht so geklappt hat. Es war also am Anfang immens viel Arbeit, aber durch das, dass es ein Neubeginn ist. Mittlerweile hat es sich eingependelt. Derzeit ist der Betrieb gut zu stemmen. Karin Brechenmacher hat trotzdem noch einiges zu tun, wie beispielsweise das Wasser zu säubern und die Anlage in Schuss zu halten. Unterstützung erhält sie auch hier. Die Gemeinde steht schon dahinter, also ohne Hilfe von denen würde man es nicht schaffen, ganz klar. Die Poolpflege, die Rasenpflege, wir machen das zwar mit, aber die Gemeinde stellt uns die Mittel zur Verfügung. Und so geht's dann, also viel Eigenleistung, viel Herzblut, viel Leidenschaft und dann läuft's. Auch beim Beckensäubern haben schon die Kinder aus dem Ort mit angepackt. Übrigens sind hier schon viele Kinder ins Wasser gesprungen. Das Freibad existiert seit 1938. Von Hitler gebaut, so Brechenmacher, ist hier seitdem durchgängiger Betrieb. War es heuer im Mai, Juni noch etwas verregnet, macht der lange Spätsommer die schlechten Tage zu Beginn der Saison wieder wett. Immerhin ist es schon September und es hat noch rund 20 Grad. Da kann eine Abkühlung nicht schaden. Das war's von Land und Leute aus Buchenberg. Von dem traditionsreichen Besenbinden, einem Dorfladen voller ehrenamtlichem Engagement und einem Freibad, das noch lange in den September hinein viele Badegäste hatte.